Hallo und herzlich willkommen, liebe Zockerfreunde, zu einer Freitagsausgabe von unserem Daffy Duff Transporter. Und ja, wir fangen schon mal gleich mal an hier wieder mit Dings und wir haben ganz viele jetzt. Wir haben sogar mal, wir hatten sogar eine von Duisburg nach Dortmund, aber wir sind nicht in Dortmund, wir sind in Rostock. Und wir könnten jetzt hier natürlich wieder nach Hamburg, aber das will ich jetzt gar nicht. Also fangen wir jetzt mal an. Wir fahren mal von Rostock nach Berlin. Berlin, seht ihr, haben wir noch nicht erkundet für genau eigentlich den gleichen Dings. Da fahren wir von Bayern nach Strabeck. Auf geht's, wilde Fahrt. Und ja, was gab es so ein bisschen Neues? So, es gab zum Beispiel Neues, dass ich mir eine Windows 10 Version schon geholt habe und dachte mir so, okay, ich könnte ja eigentlich die Windows 10 schon mal updaten. Auch gemacht, getan. Und was hat nicht funktioniert in Windows 10? Es war mein Action-Aufnahmeprogramm. Deswegen bin ich wieder zurück zu Windows 8 und muss das dann die Tage nochmal neu machen. Aber ich freue mich schon auf Windows 8. Ich kann auch jedem, sage ich jetzt mal so, empfehlen, wer mit Windows 8.1 zufrieden war und auch damit klar kam, der wird auf jeden Fall schon seine Freude haben. Und bei einem Upgrade war es auch wirklich so gewesen, die meisten Programme haben alle funktioniert. Es war wirklich nur das eine Programm. Ah ja, gut, okay, Kaspersky war, glaube ich, auch noch, dass das nicht gestartet hat. Aber sonst, der ganze Dashboard sah so aus wie immer. TeamSpeak funktionierte und halt auch mein Sony Vegas, wo ich ja große Bedenken hatte, dass das auch nicht funktioniert. Aber das funktionierte alles. Das war super. So, wir werden jetzt erstmal ein paar aufnehmen. Wenn ich wir sage, dann meine ich auf jeden Fall mit Marc Ter Stegen. Der wohl doch noch nicht da ist. Doch, er ist da. Er ist da, der Marc Ter André Stegen. Wie geht es dir? Heute ist Donnerstag, wie geht es dir? Mir geht's gut. Das ist Tobikowski. Hast du die heutige Folge gesehen? Ja. Du warst ja leider nicht mit dabei. Wegen einem technischen Fehler mussten wir die leider nochmal neu aufnehmen. Ne? Aber nichtsdestotrotz, jetzt bist du mit dabei und als Thema hatten wir uns dann mal ausgesucht, Fragenstellung. Fragenstellung, der Marc wird eigene und glaube ich auch die in den letzten Folgen mal so gestellt worden sind, wird er an mir weitergeben. Und ich würde sagen, dann los geht's mit der Fragerunde. Jo. Was ist deine Lieblingsfarbe? Blau. Hast du auch eine Begründung, warum? Meine erste Freundin hatte kristallblaue Augen und in denen habe ich mich so verknallt, dass dann Blau einfach meine Lieblingsfarbe war. Ist mal eine, die nicht jeder hat, ne? Vorher so als kleines Kind war es erst grün gewesen. Das war, lag aber mehr so daran, weil mein Vater halt auch grün war. Und das ja, als kleiner Junge nimmt man natürlich seinen Vater als Vorbild und so und übernimmt meistens vieles. Aber dann nachher mit der ersten Freundin und diesen kristallblauen Augen, das war der Hammer gewesen. Und dann war Blau meine absolute Lieblingsfarbe. Nächste Frage. Wer sind deine besten Abonnenten? Wer sind meine besten Abonnenten? Also, das ist schwer zu sagen. Ich glaube, so eine Frage hatte ich schon mal und die lässt sich eigentlich nicht so wirklich groß beantworten. Auf jeden Fall sind es die Leute, mit denen ich auch ganz gerne mal aufnehme und viel schreibe. Also da bist du es auf jeden Fall, der Marc. Dann auch. Deswegen. Dann natürlich auch der Markus IDK, der war auch. Und ja, es gibt da schon ein paar einige, ne? Also fällt mir jetzt auf Schlag nicht alle ein, ne? Aber so absolute Favoriten gibt es jetzt nicht. Aber ich freue mich immer, wenn Leute kommentieren unter meinen Videos, wo ich dann halt auch mit ihnen weiter kommunizieren kann, etc. Und ja, ich bin immer noch stolz auf die 100 Daumen nach oben bei unserem HSV-Video vom 25. September 2014.
Das ist ein Meilenstein gewesen, ja. Und das zu erreichen als kleiner YouTuber, der unter 1000 Abonnenten ist, ist das, glaube ich, schon sehr bemerkbar. Außer du bist irgend so ein, ja, irgendjemand, der durch ein Video, das total Nonsens ist, übelst die Viewer-Klickzahlen gekriegt hat. Dann vielleicht aber sonst so. Ich fand's sehr geil. Und ja, es fehlen mir zum Beispiel auch nur noch 3 Leute, die mir auf Facebook folgen. Dann habe ich dort auch den Meilenstein von 100 Followers erreicht auf Facebook. Ihr könnt mich mal, wie gesagt, auch auf Twitter folgen und schreiben. Alle Links dazu findet ihr natürlich wie immer in der Videobeschreibung. Kann man da gehen? Wow. Kann mehr Multiplayer rausgebracht werden? Mehr wird es eventuell jetzt geben. Ich schaue mich schon um nach einem neuen Sendeplan. Ich habe nämlich bei einem Kollegen YouTuber gesehen, wie er so seinen Sendeplan hat, und damit ist er recht erfolgreich. Und hat mir auch den Tipp gegeben, dass ich zum Beispiel wieder auf 2 Folgen pro Tag umsteigen soll. Das hat ihm ziemlich gut getan. Er hat dann zum Beispiel hat er dann um 15 und um 16 Uhr jeweils immer eine Folge von einem Spiel. Ja? So, ich hatte es. Ja. Zu spät. 600 Euro einfach mal in die Schnellkasse. Ich hatte das ganz am Anfang auch mal gehabt. Da habe ich auch 2 Folgen, 2 Videos pro Tag, sagen wir es mal so, hatte ich gehabt. Habe das dann aber nach einer Zeit dann halt verworfen, weil es dann wirklich, super aufwendig denn auch war, ja, und auch viel Zeit gefressen hat. Es ist halt einfach so, nicht nur das Aufnehmen jetzt so, wie wir es beide jetzt machen, das sind ja meistens immer nur so eine Viertelstunde oder so, aber das, was man halt im Hinterhinein macht, das Rendern, das Hochladen und so, das frisst halt wirklich an Zeit. Und ich werde mal ganz kurz hier rechts ran, werde mal den Parkplatz überfahren. Und daher hatte ich in der Vergangenheit so ein bisschen das Nachlassen. Da hatte ich aber auch noch mein etwas weniges Internet, also meine 16.000er Leitung. Jetzt habe ich hier eine 100.000er Leitung. Jetzt dauert es ja nicht mehr so lange, ein Video hochzuladen. Und von daher, wie gesagt, 2 Videos wieder pro Tag. Das wird es dann demnächst wieder geben. Frage beantwortet? Ja. Gut. Nächste Frage. Was ist dein Lieblingsspiel? Mein Lieblingsspiel. Ich könnte jetzt natürlich sagen, was du gerne spielen tust. Ich muss dazu sagen, ich bin kein Spieler, der sich immer nur auf ein Spiel festlegt oder der wirklich nur ein Spiel immer durchzocken tut. Aber wenn es denn danach geht oder so, ja, FIFA auf jeden Fall und Counter-Strike sind schon starke Favoriten, die ich sehr gerne spiele. Ne? Ja. Und ETS. Ja, genau. Und Euro Truck Simulator spiele ich halt auch super gerne. Landwirtschaftssimulator. Habe ich nicht. Willst du aber bestimmt holen. Ja, denn eventuell mit der neuen Version, ne? Dann macht das ja eher Sinn. Habe ich auf jeden Fall schon viel Gutes gehört. Soll ja auch sehr viel mit Mods zu gehen sein. Also das dürfte dann wohl schon richtig lustig werden. Und die 2014 oder 2015, ich weiß, ich glaube die 2015er Version soll auch schon ganz gut sein. Und ich denke mal, die 2016er Version, die jetzt, ich glaube dieses Jahr noch, Ende dieses Jahr soll, glaube ich, noch die 2016er Version rauskommen, soll ganz lustig sein. Ist es auf jeden Fall. Wo ich auf jeden Fall noch dazu sagen kann,
die Assassin's Creed-Teile 4 und 5, also Black Flag und Unity, spiele ich auch sehr gerne. Habe ich beide auf meiner Xbox und spiele ich super gerne. Aber wie gesagt, das ist immer schwer zu sagen. Ne? Es gibt viele Spiele, die ich gerne spiele, aber so einen absoluten Favoriten oder so, dann würde ich wirklich, die ich dauerhaft auch wirklich zocke, wären dann wirklich FIFA und Counter-Strike. Das sind die häufigsten Games. Und Battlefield. Und ETS. Und ETS, genau. Oh, ich vergesse immer wieder ETS. Danke, dass du mich immer wieder dran erinnerst. Und der Kollege hier neben mir lässt mich einfach im Stand stehen. Das gibt's doch nicht, Alter. Aber gut, wir hatten ja gesagt, ich habe jetzt knappe 8000 Euro. Wir hatten ja gesagt, wenn wir genügend Geld haben, wollen wir dann mal zum Händler hin und wollen uns dann ja ein neues Schmuckstück für unseren Dings holen. Für unseren LKW. Was wollen wir uns eigentlich als erstes holen? Wäre ja mal eine gute Frage. Ich würde mir eher so ein größeres Fahrerhaus holen, weil das viel schöner aussieht. Okay. Oder ein besserer Motor, damit er auch besser vorankommt. Also, dass er mehr ziehen tut, ja. Und stärkere Zugmaschine. Dann würde ich auch eher sagen, dass wir uns als erstes eine stärkere Zugmaschine holen. Gut, hast du noch Fragen? Wir sind so knapp bei 12 Minuten. Ich habe noch ganz viele Fragen. Scheiße. Jetzt sagen wir. Wow, fuck, das war noch gar nicht. Entschuldigung. Aber wir haben zum komischerweise keine Strafe gezahlt. Okay, kannst du noch stellen? Ich bin beim Einparken. Wer ist dein absoluter Lieblingsspieler in FIFA? Das sind ja mal Fragen, Alter. Mein absoluter Lieblingsspieler. Da muss ich jetzt echt überlegen, Das kann ich jetzt so gar nicht irgendwie sagen. Also, es war mal Maximilian Beißer. Den habe ich richtig gern gezockt. Und danach war es dann eigentlich Nikolai Müller. Mit dem habe ich super gerne gespielt. Und wenn ich jetzt mal von dem damaligen, von dem letzten Hamburger Manager-Modus ausgehe, dann war es auf jeden Fall Johannes Geis. Dem habe ich super gern gespielt und das ist auch ein richtig cooles Talent. Das sind schon. Das wären schon die Jungs, die ich sehr gerne spiele. Okay. Wer ist dein absoluter Lieblingsspieler in Real Life? Im Real Life? Ist ja noch schwieriger. Das ist genauso schwierig. Also im Real Life, ja. Lieblingsspieler. Da habe ich jetzt doch einen. Thomas Müller. Ist für mich einfach eine sympathische Sau hoch 3. Den mag ich richtig gerne. Nebenbei haben wir einen Mann, einen MAN, entdeckt. Läuft. Genau. So, ich guck mal jetzt ganz kurz rein. Ja, reparieren ist 33 Euro. Das wollten wir ja gar nicht machen. Ausrüstung. So, dann gucken wir mal. Ein nächstes Fahrwerk, das wollten wir nicht. Wir wollten eine Zugmaschine. Und die nächste Zugmaschine können wir uns nicht mal leisten. Denn wir haben nur 12.600 und die nächste Zugmaschine kostet schon 13.000. Mal gucken, ob wir uns ein besseres Getriebe holen. Wir könnten uns ein stärkeres Getriebe holen. Nur da fehlt mir echt so ein bisschen die Erfahrung, was das jetzt bringen tut. Ich denke, bei den Getrieben ist es halt so, dass die Steuerung von den einzelnen Gängen schneller geht. Also man kommt, glaube ich, schneller von dem ersten, den zweiten, von dem dritten und vierten. Ist das nicht mit den Getrieben? Ich glaube, Nein, die Getriebe... Das,
sind dafür zuständig? Ich glaube eher, ja, bei den Getrieben ist das so, ja, wie viel Gänge man hat. Oder so, keine Ahnung. Ich kenne mich zwar auch nicht so ganz aus, aber ich gehe nur mal davon aus. Könnte auch möglich sein. Weil es gibt nämlich welche, die haben 12 Gänge und es gibt welche, die haben 16 Gänge. Wo kann ich denn jetzt so zum Beispiel... Ja, blöderweise ist jetzt auch nicht, das wäre auch mal ganz geil, wenn Sie mal sagen würden, bei den Einkäufen, wo sich was verbessern tut. Ne? Sieht man ja auch nicht. Das ist ja das Problem. Ne? Man sieht halt nicht, wo sich irgendwas verbessert. Gerade bei den Getrieben oder so ist es halt wieder so eine Wahl. Dann würde ich einfach mal sagen... halt einen Motor können wir uns nicht holen, ein Fahrwerk können wir uns auch nicht holen, ein größeres Gehäuse können wir uns auch nicht holen, da bleibt halt wirklich nur noch das Getriebe. Wie sieht es aus mit dem Interieur, können wir uns auch noch nicht holen. Ansonsten wäre hier vielleicht, dass wir uns als erstes einen Frontschutzbügel holen, ja, und dann vielleicht auch so, so ein richtig guten, vielleicht den Champ oder so für 11.500. Der würde dann so aussehen. So würde der Champ aussehen. Ihr könnt es, wir sind jetzt auch schon am Ende angehört. Ihr könnt gerne sagen, ob wir uns ein Zubehör holen oder ob wir uns ein Getriebe holen. Schreibt es einfach in die Kommentare. Ich danke auf jeden Fall Marc fürs Dabeisein. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Dann ist es wieder Multiplayer mit dem Marc live dazu. Und wir beide sind erstmal raus und wünschen euch jetzt noch einen schönen Abend oder ein schönes Wochenende. Bis dahin, liebe Zockerfreunde, und haut rein. Tschüssikowski.